Ahoi, liebe Campingfreunde, zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ihr habt schon gelesen, wir wollen ein bisschen Tacheles reden. Würde ich jetzt nicht so schlimm sagen, ist glaube ich nicht so allzu schlimm. Aber, glaube mal, ein offenes Wort. Und das könnte man so sagen. Können wir auch mal machen. Ja. Wie hieß es früher? Auf ein Wort. So ungefähr heißt fast diese Folge. Und wann geht's los? Nach dem Intro, wie immer. Das hat ja jetzt schon irgendwie fast Tradition, wenn man so YouTube gerade so durchklickt. Ja. Jeder macht irgendwie was, bis auf natürlich Dirk von Avanti on Tour. Diese Schniefnase will einen doch verarschen bis zum Gehtnicht. Ja, Gott sei Dank wussten wir ja schon, dass da so ungefähr was geplant bin, aber ich habe so Angst davor. Weil nur Dirk geht ja auf Reisen. Ohne Sonja. Ja, Sonja, die kontrolliert das nicht. Das kann was werden, wenn der Elen unterwegs ist. Tja. Aber gönnen tun wir es ihm auf jeden Fall. Das wird schon was Interessantes werden. Das haben wir aber nicht vor. Also keine Angst, wir werden nicht eine Auszeit nehmen. Also nee, das geht nicht. Wir können keine Auszeit nehmen. Nein. Ja, dann hatte ich überlegt, ihr habt vielleicht das Video gesehen von Up and Down Vanlife, über Clickbait mal drüber zu sprechen und auch wie allgemein, wie so zahlenmäßig, deshalb Dirk und, das muss ich sagen, Dirk, Sonja, Barbara und Frank haben ungefähr das so euch berichtet, was ich auch im Kopf hatte. Ja, aber das haben die ja schon gemacht, von daher, und das haben die mehr als gut gemacht, also von daher müssen wir da nicht. Also das Video empfehlen wir euch, schaut euch das mal an, also zum Thema Clickbait, es geht uns ja auch richtig auf den Sack, weil es macht viel, viel kaputt. Aber das soll nicht das Thema in diesem Video sein. Wir wollen euch jetzt einfach mal berichten, was haben wir jetzt vor, denn wir müssen ein bisschen was ändern für uns, weil wir waren, wir waren nicht so ganz so zufrieden mit unserer letzten Reise-Vlog-Tour sozusagen. Genau. Es waren schöne Folgen, fanden wir, haben wir auch so das Feedback von anderen bekommen, aber es haben einfach für den ganzen Aufwand so wenig Leute geguckt, dass wir irgendwie gedacht haben, machen wir das noch alles richtig? Oder müssen wir auch mit diesem scheiß Clickbait anfangen? Katastrophe, Fahrzeug fackelt ab, weil ich hier eine Flamme vielleicht angemacht habe oder sowas. Also so ein Schwachsinn. Aber das wollen wir ja nicht. Nee, und wie gesagt, also es war so ein Downbreaker, muss man wirklich sagen. Nicht so ein Game Changer. Ich hasse dieses Wort. Also guck mal, Tani, die hasst das auch. Aber haben uns überlegt, wir müssen vielleicht mal was ändern. Vielleicht auch wieder Back to the Roots. Wir hatten ja schon einiges, was wir mal gemacht haben, was auch so lief. Und Wir haben uns überlegt, was interessiert euch eigentlich, nicht? Also das haben wir so ein bisschen vielleicht versucht jetzt mal, wollen wir jetzt versuchen mal umzusetzen, ne? Genau. Und was wir genau umsetzen, ja, das sagen wir euch jetzt sofort. Ja, Marcel, verrat uns doch mal, was haben wir denn vor? Ich frage mich, ob ihr es gesehen habt. Herbsttour 2023. Genau, da haben wir mal gefragt, ne? Genau, und gefühlt haben wir nur gegessen. Ja, soll das so weitergehen? Dann wären wir aber ganz schön dick. Auweia. Das Schlimme ist, wenn ich so eure Kommentare lese, das persönliche Feedback, die E-Mails, die wir dazu bekommen haben. Das war einiges. Oh, ich glaube, ich muss nach der Wintersaison Sport anfangen. Ja, wir müssen abspecken dann wieder. Denn es ist tatsächlich so, und das ist so eine Sache, die wir einfach richtig Bock zu haben. Ja, wir müssen uns ja eh verpflegen, ne? Also mal abgesehen davon. Und von daher, warum das nicht machen? Und wir nehmen euch dafür mit, also im Detail mit. Genau, und deshalb wird es definitiv, wir haben den Namen schon gefunden, er ist ein bisschen kompliziert, wir müssen uns daran gewöhnen, dass er so heißt, aber Buggys Kombüsenstudio. Genau, Kombüse ja, warum? Weil bei Kreuzfahrtcamper fragt man uns immer, wie kommt der Name? Ja, wir machen Kreuzfahrt mit dem Camper halt in der Kombüsenklasse. Also müssen wir selber kochen. Und das Kochen, das wollen wir euch ein bisschen zeigen, wie man auch einfach, wie soll ich sagen, oder sich etwas mehr an mehr aufwendige Dinge rantraut im Auto, weil so schlimm ist das alles gar nicht. Hausmannskost, besondere Kost theoretisch, das ist jetzt einfach. Auch das Backen, ne? Nicht nur, ich sag mal, von einem einfachen Kuchen, sondern vielleicht auch mal ein bisschen was Aufwendigeres. Mal gucken, was so dabei alles rauskommt. Erstmal fangen wir aber langsam an. Genau, wir haben hier ganz schön viele Sachen schon aufgeschrieben, hier auf das Tablet. Ne? Da haben wir einiges so draufgeschrieben, wo man sagen kann, und da kommt noch einiges dazu, so dass wir gesagt haben, wir werden es uns jetzt einmal mal trauen,
Buggys Kombüsenstudio, das wird eine Staffel werden. Das ist jetzt also nicht jede Woche kommt da was, sondern wir werden das zeitlich begrenzen. Genau, professionell wie eine Serienfolge, die ihr, was weiß ich, bei Netflix kennt, würde das natürlich nicht sein, aber... Ich wollte gerade sagen... Sind wir ja auch. Also nicht. Das Wort professionell, also du bist keine Professionelle, ich bin auch keine Professionelle. Wir sind überhaupt nichts von professionell, ja. Aber... Aber es soll so wie eine kleine Staffel sein, wo man dann so ein paar Folgen hat, wo man vielleicht ein paar Gerichte hat, ein bisschen was zum Backen. Na, mal gucken, was so alles dabei rauskommt und ja, was wir da so schaffen, ne? Genau, also A, was wir schaffen und natürlich... Das ist auch, was wir vorhaben. Wir werden auf unserer Webseite dann auch die Rezepte veröffentlichen. Richtig, genau. Wenn ihr das nämlich nachkochen wollt, also wir werden euch das zeigen, wie das hier soweit funktioniert, wie man das einfach macht, wo man halt vielleicht mal was abstellt, weil vielleicht irgendwas heiß ist oder irgendwie was Besonderes ist oder so. Und halt, wie man auch aufwendige Sachen, wie man Braten, ganz einfach mit wenig Aufwand und wenig Handgriffe selber herkriegt und das auch im Auto. Und vor allen Dingen... wie es funktioniert, damit man nicht so die Gerüche hier drin hat. Also da ist es ja auch immer drauf zu achten und das ja und die Feuchtigkeit natürlich. Genau. Ich sag mal eins, hier steht drauf 3-Gänge-Menü. Das haben wir jetzt schon zweimal in einem Wohnmobil gemacht und das werden wir euch einfach zeigen, wie einfach das geht. So ist das die Planung einfach und das soll jeden Dienstag ab Ende November 18 Uhr, das soll ein fester Termin sein. So haben wir mal angefangen. Wir haben immer feste Termine gemacht. Davon sind wir dann irgendwann weggekommen und haben eigentlich immer Video rausgekommen, wann es ging. Davon wollen wir wieder weg. Wir machen wieder feste Termine. Genau. Und keine Angst, es soll ja nicht nur hier um das Küchenstudio gehen oder Kombüsenstudio, so heißt es ja. Genau. Also der Name, wir genau. Wir müssen uns dran gewöhnen. Sondern wir machen auch noch unsere Reisevlogs und Technikvideos. Genau. Und das kommt dann samstags 18 Uhr. Wenn wir was haben. Wenn wir was haben. Aktuell ist nicht so viel geplant, obwohl doch die Malibu-Fahrer werden uns vielleicht dafür lieben oder hassen oder gar nichts davon. Vielleicht mag der ein oder andere das damit kein Problem haben. Es geht hier um diesen Küchenblock auf jeden Fall und wie das genau ist, das erfahrt er dann auf jeden Fall. Genau, da gibt es dann extra Video und ja, Reisevlogs, das müssen wir einfach schauen. Wir sind jetzt nicht jedes Woche unterwegs und teilweise sind wir anders unterwegs, so dass wir nicht so viele Reisevlogs machen können. Aber wir geben die nicht auf. Weil das letzte Video hat mich, auch wenn es immer noch nicht große Aufrufezahlen hat, aber es hat mich irgendwie animiert. Es war viel kommentiert, das hat Barbara und Frank ja auch gesagt. Das ist wichtig. Also die Interaktion darunter ist wichtig, damit irgendwie das Video auch euch läuft ansehen. Und dem Ranking, sage ich mal, höher kommt. Und ohne Clickbait. Und Leute, das ist nämlich genau das Problem mit diesem Clickbait. Die Leute machen oder die unsere Kollegen machen alle Clickbait, damit die Videos oder viele Clickbait, damit die Videos besser laufen. Und das unterstützen wir. Natürlich fallen wir selber auch drauf rein, dass wir diese Clickbait-Videos anklicken und dann denken hinterher, wieder voll drauf reingefallen. Das ist ja das Ziel der ganzen Aber das soll nicht das Thema werden, Stefan. Nein, weil sonst ziehen wir uns da zu lange rein. Ja. Das ist nicht das Ding, das wollen wir nicht. Wichtig wäre nur vielleicht, wenn ihr uns abonniert habt, vielleicht die Glocke drücken, dann wisst ihr, dass ein neues Video kommt, weil, wie gesagt, YouTube wird unsere Videos kaum vorschlagen. Das funktioniert nicht, wenn wir nicht diese sogenannte Clickbait. Und das ist. Da wollen wir halt nicht hin, ne? Wenn wir Clickbait machen, da könnt ihr sicher sein, das kommt im Video drin vor. Richtig. Also, für euch. Dienstags soll Buggys Kombüsenstudio losgehen, ab Ende November. Instagram, Facebook, guckt genau nach, da werden wir euch dann auf jeden Fall hinweisen, wann es losgeht. Und Rezepte auf der Internetseite. Genau, und samstags kommen Reiseflogs, Technikvideos oder so, alles was da noch dabei ist. Vielleicht eine Fahrzeugvorstellung, man weiß es nicht. So, jetzt haben wir mehr gesappelt als in der ersten Folge, die wir neu drehen mussten, weil unsere Mikrofone kaputt waren. Genau. Oder beziehungsweise nicht an waren. Ja, wir Trottel. Dementsprechend glaube ich, jetzt ist Schluss. Cut. Ja. Wir freuen uns auf Videos. Wenn ihr Vorschläge habt, gerne rein in die Kommentare. Genau, was man mal kochen soll. Mal gucken. Oder per E-Mail. Wir freuen uns drüber. Und dann würde ich sagen, bleibt gewogen, bleibt gesund. Und dann sehen wir uns schon bald wieder bei einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss.